Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Денацификации Украины. Денацификации Украины. Jetzt ist es offensichtlich geworden, dass der russische Präsident Wladimir Putin damit den Völkermord an Ukrainer, eine geplante Vernichtung der ukrainischen Nation, gemeint hat. Laut der UNO-Definition gehören zu den Haupttaten des Völkermordes: Das erste ist der Massenmord. In den Städten Bucha, Irpin, Borodjanka, Hostomel, Worsel, Trostjanez und anderen durch russische Streitkräfte besetzten Ortschaften wurde die Zivilbevölkerung fast völlig vernichtet. Vor Massenhinrichtungen wurden älteren Menschen, Frauen und sogar Kindern die Hände gebunden. In Mariupol wurde ein Theater bombardiert, in dem sich rund 1300 Frauen und Kinder versteckt haben. Zwei riesengroße Aufschriften Kinder konnten die Invasoren gut sehen. Genau deswegen warfen sie die Bomben dort ab. In der Ukraine hat die russische Armee vermutlich mehr als 5000 Zivilisten getötet, darunter etwa 200 Kinder. Die realen Zahlen sind jedoch um ein Dutzendfaches höher. Jeden Tag werden in den von den russischen Invasoren befreiten Gebieten weitere Massengräber mit unzähligen Leichen von Zivilisten gefunden. Außerdem verwenden russische Strafbrigaden mobile Krematorien, die sie im Voraus mitgebracht haben, um die Fakten des Völkermordes zu verheimlichen. Das zweite ist die schwere körperliche oder physische Verletzung. In den besetzten Städten richteten russische Militärs spezielle Folterplätze ein, wo sie Zivilisten verhungern und erfrieren ließen, verprügelten und verkrüppelten. In Bucha schnitten sie die Wangen heraus. In Irpin brannten sie Swastika auf die Körper. Sie töteten absichtlich Eltern vor den Augen ihrer Kinder. Besonders populär sind Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen vor den Augen ihrer Verwandten. Solche Fakten werden in allen Gebieten registriert, die unter russischer Besatzung waren oder sind, von der Kiewer Region bis zu Mariupol und Cherson. Das dritte ist die Verhinderung der Fortpflanzung. In Mariupol hat das russische Militär die Bomben auf eine Geburtsklinik abgeworfen. In Irpin erschossen sie Frauen mit ihren Töchtern und überfuhren sie dann mit ihren Panzern. Auf der Schitomir-Autobahn verbrannten sie Mädchen aus den Nachbardörfern. Bei Mädchen wurden die Reproduktionsorgane absichtlich verletzt. Augenzeugen zufolge wurden die Vergewaltigungen von Frauen mit den Worten »Jetzt werden russische Kinder geboren« und die Morde mit den Worten »Damit keine Ukrainer mehr geboren werden« begleitet. Das vierte ist die Entführung von Kindern. In den Städten, die unter russischer Kontrolle sind, nehmen die Besatzer die Kinder ihren Eltern weg, besetzen Waisenhäuser, Internate und medizinische Einrichtungen für Kinder. Tausende von Minderjährigen werden in unbekannte Gebiete gebracht. Mehr als eine halbe Million Ukrainer wurden nach Russland deportiert, darunter 131.000 Kinder. Allein aus Mariupol wurden mehr als 98.000 Zivilisten in unbewohnbare Regionen Sibiriens und Sachalins zwangsumgesiedelt. Den Vertriebenen werden die Ausweise abgenommen und sie werden in Filtrationslagern untergebracht. Außerdem töten russische Truppen in den vorläufig besetzten Gebieten Ukrainer, weil sie die ukrainische Sprache sprechen. Sie zerstören gezielt das historische und kulturelle Erbe der Ukraine. Sie zerstören auch Bücher über die Geschichte der Ukraine und ukrainische Belletristik. Die Liste der Gewalttaten der russischen Föderation in der Ukraine lässt sich endlos fortsetzen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass im 21. Jahrhundert im Zentrum Europas ein himmelschreiender Akt des Völkermordes stattgefunden hat, als Russland beschloss, ein ganzes ukrainisches Volk vollständig zu vernichten.
Unsere Frage ist, was werden wir Europäer dagegen tun? Zusehen, wie unsere hochrangigen Bürokraten verzweifelt den Kopf schütteln? Und schließlich wird Russland immer noch sein Veto gegen jede Resolution in der UNO einlegen. Hört auf zu schweigen. Das Böse muss endlich bestraft werden. Bringen Sie Ihre Regierung dazu, Russland aus den internationalen Organisationen zu vertreiben. Und sorgen Sie dafür, dass Wladimir Putin und seine Kriegsverbrecher nach dem Gesetz zur Verantwortung gezogen werden.